Merkwürdiges Wesen, es hat das Dungeon überlebt. Wir werden uns laben an seinem Fleisch. So. Oh, das hat nicht geklappt. Wir sollten vielleicht ein bisschen in die Verteidigung gehen, würde ich sagen. In Angriff ist ganz okay, nur die Verteidigung ist auch nee. Ja. Ja. 196 Verteidigung. Ist nun die Sache, ist das jetzt gut gewesen oder ist das jetzt schlecht gewesen? Ich weiß es halt nicht. Ich kann es halt wirklich nicht einschätzen, das ist das Doofe. Aber wir können hier direkt zum Boss. Ich mag die nicht. Also ich müsste die Schädel wegmachen, ansonsten bringt mir das nichts. Die machen sonst zu viele Probleme. Und wenn man da eingesperrt ist, ist das halt auch echt Mist. Nein.
Ja. Jetzt. Nein. Geht doch. Hat zwar ein bisschen gedauert, ein bisschen mit Anlauf und so, aber... Ey. Ein Mist. Oh, das ist nur eine Münze. Fünf. Säubere den Dungeon Schreckensburg. Oh. Also fünf sind es insgesamt und vier brauchen wir noch. Widerliches Wesen. Stell dich niemals zwischen den Desaster und seinen Juwel. Moment. Lehrerauge. Wir kennen dich, du gehörst uns. Es weiß nicht, was es ist, oh, aber wir wissen es nicht wahr. Wir wissen es. Okay. Halt! Bin nur etwas aus der Puste, einen Moment. So besser. Glaub bloß nicht, du könntest mich täuschen. Ich weiß, dass du dieses hohläugige Loser bist, der mit meinem Stab aus dem Keller entkommen ist. Dieb, du bist ganz offiziell vom Verdächtigen zum Flüchtigen aufgestiegen. Ich bin der rechtmäßige Träger des Stabs, also gib ihn zurück und den Juwelsplitter gleich dazu. Nö. Du willst es also auf die harte Tour machen, ja? Was zur... Hör auf, hier rum zu albern. Ich muss meinen Meister finden. Das hat weder die Technik noch das Flair, um den Stab richtig zu führen. Du bist ja noch nicht mal ein geprüfter Zauberer. Das finde ich gut. Oder einfach eingesperrt. Finde ich super. So gehört sich das. Was für ein Mut, welche Tapferkeit. Unfassbar, dass ich es gewagt habe, so heroisch draußen zu warten. Das war wirklich nervenzerfetzend. Und wir haben den meisten Glipper beseitigt. Das haben wir toll gemacht. Heiße Hundehaufen, du hast es wirklich geschafft. Was? Heißer Hundehaufen, du hast es wirklich geschafft. Du hast den Juwelensplitter. So lebendig habe ich mich nicht mehr gefühlt, seit ich die Zutaten für Feenstaub rausgeknobelt habe. Ja, das kannst du richtig gut. Wieso versuchst du nicht noch ein paar Juwelensplitter zu beschaffen? Tolle Idee, Octavia. Nostramagus wird stolz sein auf uns, wo immer er auch sein mag.
Stimmt, genau. Wenn du 3 Juwelensplitter finden und ich in meinem Manöver bringen kannst, sollte ich es schaffen, das Tomagus zuordnen. Das kannst du. Oh, einfach formidabel. Das Tomagus wird sowieso alle Splitter brauchen, um sich diesem Desaster zu stellen. Überaus spannend. Fremdling spricht mit Amanda unten in der Taverne zur Tafelrunde. Sie wird dir die östlichen und westlichen Tore öffnen, damit du weitermachen und noch mehr Splitter finden kannst. Begib dich dorthin, der König befiehlt es. Ja. Okay. Wenn der König das so möchte... Der Schreckensburg. Levelaufstieg. Möchte hier immer noch das Ding haben. Solche Monster habe ich nie gesehen. Ich hoffe, bloß nachs Mal kommt bald. Aber wenn nicht, werde ich meine Hiesin mich beschützen. Und ich will ja immer noch hier, aber ich will ja nicht rein. Da war eine zur Tafelrunde. Okay. Hallo, mein Freund. Was denn diese elende Rübe? Die habe ich mir im Osten eingefangen, bei einer meiner sagenumwobenen Expeditionen. Diese elenden Magier und ihre schäbigen Tricks. Man nennt mich den Ritter vor Kurzdauer. Ich glaube, ich werde schon bald ersetzt werden. Wissenschaft, Moral, Kunst. Nein, der Unterschied zwischen Mensch und Ratte ist ganz simpel. Die Fähigkeit, einen Schlag wegzustecken. Ich würde jeden vermöbeln für Amanda, ohne zögern, sie ist mein Idol. Okay. Ich hol dir mal was, danke, dass du Königreich verteidigt hast. Letzte Nacht hat mich ein schrecklicher Sturm geweckt und am Morgen hatten dann die Kröte das Schloss eingenommen. Ich habe noch die nie dergleichen gesehen, aber ich habe die Legenden gehört. Vor langer Zeit gab es einen ähnlichen Zwischenfall. Ein mysteriöses Wesen kam über das Land. Man nannte es das Desaster. Die Helden der damaligen Zeit verbanden es mit Hilfe eines magischen Edelsteins, den Arkanjuwel. Nachdem das Desaster besiegt war, wurde sie wohl in 5 Splitter zerschlagen. Wenn ich meine Geschichtserkenntnisse nicht täuschen, wurde einer der Splitter in den Katakomben der Hexenkönigin im Osten versteckt, einem weiteren antiken Roboter im Westen. Okay. Ich werde die Wachen anweisen, die Türe zu öffnen. Aber noch etwas, bevor du losziehst. Es wäre mir eine Ehre, wenn du dich unserem Verein hier anschließen würdest. Wir sind die Rittergilde. Was uns an Können fehlt, machen wir durch bemühten Einsatz wieder wett.
Du kannst ja mal mit den Gildenmitgliedern hier reden und dir Quest abholen. Du steigst im Rang eines Knappen bei der Gilde ein. Viel Glück da draußen. Herzlichen Glückwunsch, du hast dir einen neuen Gildenrang verdient. Knappe. Okay. Ihr seht kräftig aus. Könnt ihr mir gegen ein paar Monster helfen? Dann helft mir. Dann trefft mich an der Schauerkali-Base. Okay. Okay. Wo schaust du mich? Was schaust du mich so an? Von oben herab an, du kleine Nichtsnutz. Du solltest wissen, dass ich die mächtige Ritter der Ritterakademie als Klassenbeste abgeschlossen habe und an zahlreichen Dungeon Runs beteiligt war. Mit über 300 Bosskills. Glaubst du, jeder dahergelaufene Render und niemand kann einfach so Mitglied der Rittergilde werden? Wir sind nicht nur exzellent im Nahkampf ausgebildet, uns steht auch der gesamte königliche Schießstand offen, um täglich unser Können als Bogenschützen zu verfeinern. Wenn du nicht nur Ballast für uns darstellen willst, dann rüber mit dir zum Schießstand. Zeig uns, dass du das Zeug hast, diesen Herausforderungen zu meistern. Aber du wirst versagen und mit wehenden Fahnen untergehen. Guerilla-Taktik. Okay. Verzeiht, könntet ihr uns mal aushelfen? Ich brauche einen starken Krieger, der uns gegen ein paar fiese Monster hilft. Könntet ihr zum Butlotopia Dungeon kommen? Da warte ich dann auf euch. Okay. Wissenschaft, Moral, Kunst. Nein, der Unterschied zwischen Mensch und Ratte ist ganz dumpel, die Fähigkeit, einen Schlag wegzustecken. Ich bin Rattenschreck, der Einschlagmönch. Ich kann jede Ratte mit einem einzigen Schlag erlegen. Bring mir jede beliebige Ratte und ich werde meine Dominanz über das niedrige Geschöpf demonstrieren. Rattenschreck, der Einschlagmönch. Okay. Hast du schon mal von Bestarium des Eremiten gehört? Das Buch soll die Geheimnisse und Schwächen vieler Monster erhalten. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wo es vergraben ist. Ich suche einen Partner, der es mit mir erforscht. Falls du Interesse hast, triff mich in der Höhle im Vorfahrenforst westlich von hier. Im Vorfahrenforst, okay. Nicht gerade Tomb Raider. Okay. Ich mag die Anspielung. Rede mit Amanda. Die Anspielungen sind schön. Eine Ratte. Reicht das? Ja. Du willst meine Faustherausforderung geziefer? Dann mal los. Ich sollte lieber vorerst speichern. Sehr weiß, zumindest für eine Ratte. Es ist immer gut, seinen Platz in der Nahrungskette zu kennen. Ich bin zwar eine Ratte, aber ich weiß, was gesund für mich ist. Dann mal los. Nun gut. Das wird auch gar nicht wehtun. Du wirst vernichtet, bevor du eine Chance hast, den Schmerz zu spüren. Bereit? Ja. Oh. Er hat uns mit einem Schlag umgebracht. Ups. Ja. Das waren keine leeren Worte. Schade.
hatte gehofft, das waren nur leere Worte von ihm. So täuscht man sich. Das ist eigentlich die Quest. Ach, regeneriere Mana. Ach so. Mana regenerieren ist heute halt echt eine angenehme Quest. Ach, da kommen wir nicht lang hier. Dank der Bemühungen beginnen wir, die königlichen Territorien wieder zu öffnen. In diesem Tor liegt der Vorfahrenforst. Da schreiben immer noch Monster durch die Gegend. Okay. Der Vorfahrenforst. Yay. Nabbern, 230. Zum Fressen gern 2. Müssen wir aber auch ganz schön viel knabbern. Sag mir jetzt nicht. Dungeon, die Drachenleiche. Das ist ein Dungeon. Okay. Da sehe ich mich aber noch nicht. Schönen Tag noch. Ja. Danke. Ich bin da vielleicht noch ein bisschen zu lau für, aber gut. Oh, nee. Beim besten Willen, also. Das schaffen wir noch nicht. Hallo, hier ein gratis Mana-Verbesserung. Lecker. Da bist du ja. Glaube, das Bazaar des Eremiten ist ganz in der Nähe. Nach so etwas haben wir gesucht, als Hilfe im Kampf gegen die Monster des Desasters. Jetzt brauche ich nur noch die magische Formel auszusprechen.
die diese Höhle öffnet. Hüstel, Räusper. Zitronenrolle. So, fertig, wir können reingehen. Okay. Zitronenrolle. Gehen wir in die Höhle und nach dem Besseren zu suchen. Hier. Ja, alte Höhle. Hier scheint es zwei Wege zu geben. Wir sollten uns aufteilen. Du nimmst den linken Weg, ich den rechten. Einfach laut rufen, wenn du das Besseren findest. Okay. Ich rufe laut Zitronenrolle. Und dann weiß er Bescheid. Sollte doch reichen, oder? Schau mal, ich glaube, wir haben es gefunden. Es sollte in dieser Truhe sein. Ja, da ist es. Das Bustier des Eremiten. Moment mal, was war das für ein Geräusch? Monster, Hilfe! Autsch. Du kannst doch nicht einfach ab vom Schützzittel. Du hast es nicht geschafft, Laura zu beschützen. Möchtest du es nochmal probieren? Ja. Es ist doch doof. Nein, das schaffen wir leider noch nicht. Wir sind noch eine kleine Noob-Schnecke. Das Angenehme ist, wir können einfach festhalten und los. Die Schnecke hat echt Vorteile. Na komm her. Thank you.
Schnecke, du schaffst das. Ich glaube an dich. Ist ja gar nichts. Ihr seid früher ein herrlicher, üppiger Wald, bis sie hier mal gegen den Drachen gekämpft haben. Die Schlacht zerstörte die meisten Bäume, jetzt ist kaum noch irgendwas davon übrig. Oh. Ja, schade. Aber passiert halt bei Kämpfen. Passiert leider ab und zu. Also werden wir dann wirklich später schwimmen können. Das ist eine Mana-Fee. Schnicki. Okay. Das Gebiet ist, glaube ich, noch ein bisschen. Das Gebiet ist, glaube ich, noch ein bisschen zu hoch für uns. Ja. Das Gebiet ist noch ein bisschen zu hoch für uns. Hier brauchen wir uns noch nicht aufhalten. Aber wir können uns ja... Genau, wir können uns ja verbessern. Ohrfeige. Ein trauriges, schlappes Patscherchen stellt bei einem Treffer plus 20 Mana wieder her. Ja. Ein schlappes Patscherchen. Benötigt Ritter B. Aber wir können patschen. Oh Mann. Ein kleines Patschen und dann, ja. Ich wollte jetzt hier so richtigen Schneckenquest mal ein bisschen angehen.